Willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Shadow of the Tomb Raider. In der letzten Episode ist ja die Anführerin vom versteckten Dorf, die, jetzt habe ich wieder den Namen vergessen. Jedenfalls ist die gute Frau leider beim Ausbruch verstorben und der Sohn von ihr hat jetzt das Sagen über das Dorf. Wir sind auf jeden Fall wieder zurück gewesen zu dem einen Dorf, wo wir diese Mechanikerin oder was auch immer das gewesen ist, jetzt kennengelernt haben. Vor ein paar Folgen und ja, unterwegs sind wir halt von einem Kampfhubschrauber angegriffen worden, worauf unser Floß versenkt worden ist und Lara und ihr Freund Jonah halt getrennt voneinander sind. Mal wieder. Und ja, wir sind auf jeden Fall jetzt auf der Suche nach Jonah und sind natürlich und ist halt Trinity Alles ziemlich stark klar. auf den Fersen. In dem Bereich ist nichts. Sieh dir das an. Was gibt's, Chief? Konnte das nicht etwas warten? Der Sektor sieht leer aus. Ja, und so wie es aussieht, scheinen wir wohl auch bei dem Überfall all unsere Ausrüstung wohl verloren zu haben, weil wir haben keinen Bogen mehr etc. Soll ich auf ein Leuchten achten oder auf ein mystisches Summen? Zum letzten Mal. Wir haben hier, hier und vielleicht hier gesucht. Siehst du das auch so? Ich weiß nicht, ist das wichtig? Wenn wir was übersehen haben, sollten wir alles nochmal durchgehen. Ja, das stimmt. Okay, steht der Fluss jetzt höher oder niedriger als vorhin? Hör auf, Mann, frag mich doch nicht immer sowas. Als Operation Einsamer Wolf das letzte Mal abgeblasen wurde, habe ich alles vergessen. Fauler Bastard! Jetzt muss ich alles machen. Ich. Zu mir! Das ist ein Fuck. Ich komme mit! Sichern! Ich sehe mir das mal an. Ich muss sie finden. Wir müssen sie finden. Soll ich meine Mann Waffe am Boden. Ablegen? Würde dir das gefallen? Eine Vollgesichtsmaske. Komm her! Niemals. Was ist denn? Da ist er. Ich sollte mal danach sehen. Soll ich meine Waffe ablegen? Ja. Wir sind, glaube ich, jetzt erstmal sicher. Erstmal. Hoffe ich zumindestens. Aber bis jetzt scheinen wir ja irgendwie, ja, scheint wohl jetzt keiner mehr in der Nähe zu sein, aber trotzdem läuft sie hier noch gebückt rum, als wenn hier noch irgendwo einer noch hier durch, umher, einer rumlaufen würde. Passiert damit sicher gleich wieder irgendwas. Voraus, Team. Warum sucht ihr immer noch die Schatulle? In eurem Bereich sind Feinde. Nun, Dr. Dominguez. Dominguez ist mir völlig egal. Findet Lara Croft und tötet sie. Findet Lara Croft. Wie denn? Dafür sind wir doch viel zu wenige. Das war eine Forschungsoperation. Wir verteilen uns und machen das Beste draus. Ich gehe darüber, du bleibst hier. Na, das wird ja lustig. Überprüft jeden Schatten.
ist dunkel draußen. Hier gibt's nur Schatten. Boah, das war aber knapp. Wahnsinn, ey. Wie schnell Parameter sich ändern. Jetzt muss ich gerne da hoch. So. Was zum Teufel ist in der Stadt passiert? Nichts Gutes? Und wir machen wieder Assassin's Creed. Erst Fleming ist die Schatulle. Jetzt sagt Rourke, wir sollen Croft suchen. Auf wen sollen wir hören? Naja, Rourke ist ein Militärführer und bei Dominguez Entscheidungen sterben Menschen. Überleg dir besser gleich, wo deine Loyalität liegt. Willst du mich verarschen? Es ist ganz einfach. Ich muss wissen, dass du mich deckst. Zentrale ist ohne Kontakt zum Road-Team. Ich will nicht, dass das nochmal passiert. An uns kommt sie nicht vorbei. Oh doch. Jetzt sind... Ja, sie hat sich jetzt gerade wieder sauber gemacht und jetzt heißt es natürlich, wir sind sicher. Wir können jetzt erstmal ein bisschen unbehelligt hier rumlaufen. Aber... Da ist ein Helikopter irgendwo. Und ein Brief. 21. Dezember 1603. Lopez war in sich gekehrt, seit wir den Cenote verlassen hatten. Also übernahm ich die Führung. Erst als ich in Richtung Stadt gehen wollte, sprach er wieder. Er bat mich anzuhalten und offenbarte mir dann, nachdem er sich meines Schweigens versichert hatte, ein Geheimnis. In dieser Nacht am Fluss habe ich mich mit dem Herrscher getroffen. Ich habe ihm gestanden, wer ich bin, wer wir sind und was der wahre Grund unseres Besuchs ist. Trinitys gemästete Anführer, die so sehr mit Politik beschäftigt sind, dass sie nicht einmal das Morgengebet sprechen können, sind der Schatulle nicht würdig. Der Herrscher und ich waren uns einig, dass es nur eine Möglichkeit gibt, sie vor ihnen zu beschützen. Ich muss sie an mich nehmen, von hier fortbringen und so lange verstecken, bis einer aus dem Herrschergeschlecht Paititis, ein Auserwählter, fähig ist, den Hinweisen seiner Vorfahren zu folgen und sie wiederzufinden. Nachdem er sich diese Last von der Seele geredet hatte, machte Lopez kehrt und schlug einen Weg ein, der uns tiefer in den Dschungel führte. Okay. Also es hat ja von in der letzten Episode oder vorletzten Episode ja der Dominguez ja gesagt, dass er dieser Lopez die Schatulle mitgenommen hat. Cardinal 2, wie ist Ihr Status? Lima 6, gesichert. Kappa-Team, wie ist Ihr Status? Im Kampf, alles im Griff. Crofts Freund ist entkommen. Wir verfolgen ihn nach Juliet 3. Komm schon. Hier Cardinal 2, ich sehe Vorbebenschäden in Juliet 3. Ein Felssturz hat die tertiäre Pumpanlage zerstört, keine Brände. Die Zugangsstraße zu Kilo 2 ist durch umgestürzte Bäume blockiert. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Mal wieder ein paar Sachen. Das sind Aufzeichnungen eines Söldners über seine Aufträge für Trinity. Mexiko, Kenia, Sibirien. Ich hatte die Jüngere auch im Fadenkreuz, aber Rourkes Befehl lautete, sie in Ruhe zu lassen. Das ist der Dreckskerl, der Anna erschossen hat. Oh. Dafür habe ich nicht genug Platz. Was zum Teufel? Was zum Teufel mache ich überhaupt hier? Honorato ist tot, die Schatulle ist weg. Jonah, Gott, falls ihm irgendwas zustößt. Verdammt nochmal. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal das hier alles. Was? Achso, das habe ich ja vorhin durch die Krypta, glaube ich, freigeschaltet. Ja. Inventar. Natürlich das Teil. Meine Outfits kann ich auch wieder alle wählen. Was?
So. Aber wir nehmen das Standard-Outfit. Was ist das Standard-Outfit? Da. Nee. Hä? Was? Standard-Outfit. Das ist auch nicht. Bin ich blöd? Ach da. So auswählen. Wir haben ein paar Sachen ja freigeschaltet. Okay, die Dinger haben ja verschiedene Vorteile. Aber wir bleiben beim Standard. So. Neue Waffen könnte ich mir jetzt auch nicht herstellen. Hallo, Lara. Wer spricht da? Ich vermute schon seit Mexiko, dass du meine Kommunikation abhörst. Rock. Commander Rock. Du hast mich abgehört. Und jetzt höre ich dich ab. Noch ein Vorbeben. Wie fühlt sich das an, für all diese Katastrophen verantwortlich zu sein? Für all das Leid? Ich weiß, was ich getan habe. Dein Blick, als Dominguez es dir gesagt hat. Aber du musstest diesen Dolch haben, richtig? Oh, Ölfeld, da klingt ja gar nicht gut. Außenposten. Croft ist unterwegs zu euch. Findet sie. Croft ist direkt an den Jungs am Strand vorbei. Das darf nicht passieren. Wir durchsuchen alles. Was Interessantes in der neuen Lieferung? Thermobrillen, Gentlemen. Ich gehe voraus. Ich hab was. Wo? Falscher Alarm. Irgendein Tier. Hey, kriegen wir jetzt bald Licht oder was? Ich krieg sie nie zum Laufen, wenn du mich so weiter nervst. Warum überhaupt plötzlich diese Hektik? Brooke hat gesagt, Croft kommt hier durch. Ach, verdammt. Okay, ich beeil mich. Ich muss jetzt mal schön außen rumschleichen, weil... Wärmesignatur, geht los. Hier bei mir. Oh oh. Regen ist unwirklich. So, Hauptsache die Typen sind erstmal weg, weil die haben es ja diese Versteck. Wärmebildkameras. Oder diese Bilder zumindest. Ach, nicht Bilder. Hoffentlich sieht irgendjemand was. Ich mache Jagd auf euch. Okay. Alles oder nichts. Ich sehe mich mal um. So. Wir schleichen uns weiter hier durch die Gegend. Wahrscheinlich jetzt hier in diesem nächsten Gebiet sind wahrscheinlich die nächsten Leute. Deswegen läuft hier noch so weit so gebückt rum. Verdammt, Männer, benutzt die Brillen! Findet sie! Namen, Traf. Namen, Sam. Siehst du jemanden? Dann würde ich bereits schießen.
jetzt gerade ihren Zopf aufgemacht? Jetzt, wo sie sich mit diesem Schlamm beschmiert hat? Interessant. Oh. Ist nicht eben, die könnten mich mit der Wärmebild durch die Vegetation sehen? Diese verdammte Lara Croft, wir müssen sie aufhalten! Keine Sorge, das werden wir. Ach ja? Wegen der neuen Ausrüstung oder was? Nein, aber wegen Rook. So, das ist eine Wand. Hier kommt sie nicht durch. Und der Heli oder das Suchteam erwischen ihren Freund. Endlich. Ich frag mich, warum Dominguez das nicht früher gemacht hat. Ich glaube, die wissen irgendwas oder sowas. Ein Grund mehr, alles einzusetzen, was wir haben. Ich sollte mich, glaube ich, nicht da mitten in die Leute da reinschmeißen. Das könnte nämlich, glaube ich, ungesund enden. Informieren. Ja, nicht so gut. Oh nein, kein Problem. Lass dir nur Zeit. Okay, mache ich. Knopf. Keine Spur von ihr. Mann am Boden! Jetzt hat sie sich wieder mal eben so in den Zopf gebunden. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Tja, da haben wir uns ja jetzt erstmal schön hier durch die Gegend geschlichen. Dafür habe ich nicht genug Platz. Auch wenn, ja, wir doch ziemlich aufgefallen sind vorhin. Kanal. Was? Sie hören mit? Okay. Ich finde dich. Irgendwie was Kanal. War klar, Radiokanal. Ein Rezept für ein Halluzinogen wird manchmal im Krieg benutzt.
Der sollte helfen. Ja, erstmal. Wenn ich meine Pfeile damit benetze, habe ich einen Vorteil gegenüber Trinity. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Oink, oink, oink. Sie hat angehört wie so ein Wildschwein oder sowas in der Art. Und wieder was. Das muss Mama Zada sein. Sie war die Inka-Göttin des Getreides und ihr Name bedeutet so viel wie Maismutter. Ich fand es schon immer amüsant, mit welchen Ritualen sie von den Menschen verehrt wurde. Wann immer ein Bauer eine ungewöhnliche Maispflanze fand, fertigte er daraus zu Mama Zadas Ehren eine Puppe an. Da sie außerdem die Göttin der Weidenbäume war, hängten die Bauern manchmal eine ihrer Maispuppen an eine Weide und tanzten um sie herum. Die Wahrheit. Trinity kann von mir aus in diesem Dschungel verrotten. Und was den paititianischen Herrscher betrifft, nicht einmal er kann wirklich begreifen, was diese Schatulle ist. Ich jedoch tue es. Und ich weiß, sie sollte nicht von irgendjemandem benutzt werden. Das wäre eine Katastrophe. Nur die Reinsten unter uns sollten darüber entscheiden, wie die Macht der Schatulle genutzt wird. Deshalb muss ich sie verstecken. Mann, ob vielleicht der Sohn von der ehemaligen Herrscherin von dem versteckten Dorf etwa irgendwann mal das Ding aufmacht, beziehungsweise die Schatulle benutzt. Weil er noch so jung und rein ist. Ja, das kann ja was werden. Tau-Team, Croft ist auf einem Vektor zu eurer Position. Ich wiederhole, Croft kommt zu euch. Oh Gott. Wir kriegen sie, Sir. Zeigt mir ihre Leiche und euer ganzes Team bekommt ein Decon-Training. Rogue out. Ihr habt's gehört. Gehen wir es an. Hey, bist du okay? Verdammt! Ich hab Stand verloren. Oh Gott! Alarmier den Vorposten. Vielleicht schicken sie die Deacons. Oh, Scheiße. Ich sehe mich lieber mal um. Der ist auch tot. Der ist von seinem eigenen Kumpel abgeballert. Sie hat keine Chance. Interessant mit den Halluzinogenen. Ich möchte echt nicht wissen, was der Typ gesehen hat durch die Halluzinogene oder durch das Gift. Oh Mann. Die Verstärkung. So, springen wir rüber. Ja, hier ist viel mehr. So, da oben sind nochmal Typen. Krass, ey. Verflucht. Ich sehe mich lieber mal um. Gut. Scheiße, Mann am Boden. Wir werden den Mörder finden. Der liegt doch da schon. Ausschwärmen. Haltet die Augen offen. Oh, Moment. Tankkartenmodus. So, bleibt zusammen. Kommt. Findet sie. Sobald sie den Kopf rausstreckt. Was? Vermutlich schwer verletzt. Oh, danke. Warte nach. Oh. Hey,
schießen. Seht nach, ob sie noch da ist. Kein Ziel. Okay, verstehe. Du ziehst den Schwanz ein, wenn es schmutzig wird. Ich komme, Teamleader. Ziel in Sicht. Komm drauf. Ich werde hier beschossen. Ein ist so gut wie tot. Steh unter Beschuss. Keine Munition mehr. Gib mir Deckung. Das war ja echt mehr als schlecht. Sichert mich. Ich klär das. Feind ist getan. Ich hab sie erwischt. Weiter feuern. Schwer verletzt. Yikes. Mann, ich habe ja noch nie so schlecht gespielt wie jetzt, ey. Feuer einstellen! Ich sehe nach, ob sie noch da ist. Ja, mach du mal. Noch einer. Da ist er. Okay, jetzt macht sie sich wieder sauber. Das heißt, die Gefahr ist erstmal gebannt. Typen, die sich davon selbst abgeballert haben. Glaube ich. Oder waren die hier oben? Hier oben alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. So, hier liegt noch was. Dafür habe ich nicht genug Platz. So ein Laken. Nun gut. Ich würde dann erstmal sagen, an dieser Stelle beenden wir die Folge. Ja, ich bin gespannt, ob ob der komische Commander von Trinity, ob der früher oder später schon den Jonah findet, also vor uns findet, oder ob wir doch noch rechtzeitig den Jonah finden. Jedenfalls bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuschauen und bis zur nächsten Episode von Shadow of the Tomb Raider. Bis dann, ciao.